Eine Frage an euch. Helft ihr auch noch ab und zu mal euren Eltern im Alltag aus? Ich mache das zum Beispiel noch von meiner Mutter auch sehr gerne zum Einkaufen. Und in der Regel ist es auch wirklich nichts Besonderes, einkaufen halt eben. Bis auf das eine Mal, wo ich beim Lidl das entdeckt habe. Und ich mir dachte, was ist denn das? Der Lidl bei mir in der Region hat neu bauen lassen, eine bessere Position, einen größeren Laden oder auch ein weiteres sehr großes Sortiment mit einer sehr guten Auswahl auch hast. Und nicht nur die Lidl-Kunden haben ein größeres Haus verdient, sondern auch die Wildbienen und ich habe auf dem Parkplatz ein Insektenhotel gesehen. Da kann man sich dann mal die Frage stellen, welchen Sinn hat es eigentlich in so einer Betonwüste, nenne ich es mal, wo weit und breit sehr wenig Blühpflanzen bis zu keine Blühpflanzen stehen, einfach mal ein Insektenhotel hinzustellen. Für die Wildbienen macht das weniger Sinn. Beim genaueren Hinschauen sieht man auch, dass das Insektenhotel sehr viele qualitative Mängel aufweist. Bevor wir uns jetzt über den Lidl lustig machen oder uns auch gar beschweren, was das eigentlich für eine Unverschämtheit ist, dass es hier überhaupt nicht seinen Sinn und Zweck erfüllt und wir dann einfach nur noch meckern, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben und einfach den deutschen Michel bzw. das Klischee auch hier wieder super bestätigen, dachte ich mir, nehmen wir das erstmal als Anlass und schau mal, was man dann eigentlich beachten sollte, wenn man ein Insektenhotel bauen möchte. Damit es auch wirklich seinen Zweck erfüllt, den Teil der Wildbienen zu fördern, die sich da in diesen Insektenhotels ansiedeln. Zuallererst sollten wir uns fragen, welches Material wir für ein Insektenhotel nutzen. Und da schauen wir einfach in die Natur und da sehen wir halt, dass sich sehr viele Wildbienen in Baumstämmen ansiedeln. Da bohren zum Beispiel die Käfer ihre sauberen Löcher rein und da suchen sie ihr Zuhause. Von daher ist ein Baumstamm und ein solider Holzbalken am idealsten. Am besten ist Hartholz wie Eiche, Esche, Buche oder Obstgehölze. Bei weichem Gehölze, wo auch sehr viele Nadelbäume dazugehören, besteht auch ein großes Risiko, dass sich sehr tiefe Risse da bilden, sich mit Wasser aufsaugt und dass das Nagelgehölze Harz absondert. Wenn du jetzt nun deinen soliden Baumstamm hast, ein paar Vorbereitungsarbeiten, also ein bisschen Glattschleifen, dass du vielleicht beim Arbeiten keine Späne mit abbekommst, also solche Sachen, kommen wir jetzt mal zu den Bohrungen. Nimm etwas mehr Geld in die Hand und kauf dir einmal qualitativ hochwertiges Bohrwerkzeug oder Werkzeug im Allgemeinen, ist einfach besser für dich, hast weniger Kopfschmerzen und hast auch ein besseres Ergebnis meiner Meinung nach. Denn mit einem guten Holzbohrer machst du schön saubere Löcher und mit einer guten Maschine hast du auch viel weniger Kraftaufwand und es macht auch mehr Spaß. Die sauberen Gänge sind deshalb sehr wichtig, denn Spänen oder Ausfransungen können für Wildbienen sehr gefährlich sein und das kann auch ein Grund sein, warum sich die Biene vielleicht dann nicht dazu entscheidet, in das Loch zu gehen, weil es halt dann zu gefährlich für sie ist. Um unterschiedliche Wildbienenarten ein Zuhause zu geben, würde ich Bohrungen von 3 mm bis 12 mm empfehlen. Abstand zwischen den Wohneinheiten ungefähr 2 bis 3 cm und ich würde eine Bohrtiefe von 15 cm empfehlen. Wichtig dabei ist halt, du kannst auch weniger nehmen, aber du brauchst halt ein abgeschlossenes Ende. Das heißt, du darfst keine Durchbohrungen machen. Sobald du mit den Bohrungen fertig bist, vielleicht bist du auch ein bisschen kreativ geworden, hast ein schönes Muster oder Bild reingebohrt, hat ja auch was fürs Auge, kannst du dann anfangen mit dem Senker die Einfluglöcher auch abzuschleifen und dann den ganzen Staub, der zum Beispiel dann in den Löchern drin ist, rauszuklopfen und dann vielleicht nochmal mit dem Staubsauger die ganzen Löcher aussaugen. Du möchtest ja auch in eine saubere Wohnung einziehen, außer du bist ein Messi. Como se llama? Messi. Es ist sehr wichtig, einen optimalen Standort zu finden, damit auch hier die Wildbienen sich wohlfühlen. Also meine Insektenhotels stehen zum Beispiel an der Südseite, wo auch die Sonne rankommt. Löcher sind auch so ausgestattet, dass halt die Sonne dahin knallt und die halt Richtung Süden das Ausflugloch auch haben. Im Wald siedeln die Wildbienen auf erhöhten Standpunkten in ihren Baumhöhlen. Und genau das sollten wir auch machen. Das heißt, wir sollten unsere Insektenhotels auf einer erhöhten Plattform auch stellen, vielleicht auch gleich aufhängen. Einfach aus dem Grund, weil da in Bodennähe sich die Feuchtigkeit dann eher staut. Wenn es dann mal regnet, kann dann auch mal das Wasser stehen. Und da finden wir auch viel mehr Pilze und auch Bakterien. Genau das gleiche machen wir auch im Garten. Wir wollen ja nicht unbedingt jetzt bei diesem regnerischen Wetter, dass halt die Blätter am Boden sind von unseren Tomaten, weil da ist halt eine sehr große Gefahr, dass die Braunfäule auf die Blätter dann überspringt vom Boden aus und unsere ganze Pflanze dann infiziert. Einen kleinen Regenschutz haben meine Insektenhotels auch. Einfach aus dem Grund, dass halt dann hier die Insektenhotels weniger Feuchtigkeit abbekommen und auch beim
feuchten Wetter dann sehr schnell auch abtrocknen können. Mehr brauchst du auch nicht. Du brauchst keine Tannenzapfen, Stroh, lose Steine oder anderes loses Material, weil das meistens dafür sorgt, dass sich genau die Fressfeinde von den Wildbienen da mit ansiedeln. Und es macht auch weniger Sinn, gleich die Fressfeinde mit einzuladen, weil das ist ja nicht Ziel und Zweck eines Insektenhotels. Wir wollen ja die Wildbienen fördern und ihnen nicht noch zusätzlich das Leben irgendwie schwer machen. Das erinnert mich an dieses eine Bild mit der Überschrift Lebenstower, wo dann auf einem Turm viele verschiedene Biotope angesiedelt worden sind, wo halt dann oben die Vögel sind, dann Wildbienen, Spinnen, Dinge, wo ich mir halt einfach nur dachte, also man tut an einem Tower einfach nur irgendwelche Tiere ansiedeln, die sich zum Teil gegenseitig auch umbringen. Das heißt, ein Vogel macht nochmal das Leben einfacher, weil ich halt unten in der unteren Ebene irgendwie Wildbienen ansiedle. Macht eigentlich wenig Sinn. Es wird auch sehr gerne ein Gitter vor die Insektenhotels gemacht. Und wenn es zum Beispiel auch schlechte Qualität hat, dann fängt das auch an zu rosten. Brauchst du eigentlich gar nicht. Du kannst das Geld sparen und investiere da lieber in eine sehr gute Blumenmischung, wo halt die sehr große Blühvielfalt abgedeckt ist, und legt eine Wildblumenwiese an. Die Wildbienen brauchen schon ganzjährig eine gute Blütentracht, damit sie sich auch ordentlich vermehren können und nicht elendlich verhungern. Und wenn wir zu dem einen Insektenhotel beim Lidl-Parkplatz zurückkommen, dann sehen wir, macht es aus Sicht der Bienenförderung wenig Sinn, dort halt ein Insektenhotel aufzubauen, weil da halt keine ganzjährige Blütentracht da ist. Wie gesagt, die Bienen fliegen auch nicht so weit, da ist kaum Blütentracht, kalte Betonwüste, sage ich mal. Dass sich da meine Wildbiene verirrt und auch genau dort nistet, ist dann schon regelrechtes Wunder. Aus der Marketing- und Verkaufsbrille macht das schon durchaus Sinn, das Insektenhotel dort aufzustellen, weil halt da sehr viele Leute dran vorbeifahren, die sehen das Insektenhotel. Nebendran ist auch so ein Banner aufgestellt, warum man jetzt zum Beispiel für die Wildbienen fördern sollte, und natürlich dann ein Verkaufspitch, dass man halt hier die Blumenmischungen vom Lidl kauft und auch das Insektenhotel, was sie halt da im Sortiment haben. Daran ist ja auch nichts Verwerfliches. Ist schon mal ein guter Anfang, um die Leute auf dieses Thema wieder hin zu sensibilisieren, dass wir da auch mehr machen können und das auch mehr in Aufmerksamkeit in der Gesellschaft auch bekommt. Nur die kleinen Details, die könnte man halt verbessern, und mit dem Video Lidl könnt ihr dann auch mal anfangen. Es wäre top von euch, Lidl. Genauso, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du hier diesen Mehrwert genießen konntest, schreib mir auch gerne was unten in die Kommentare. Ich lese sehr gerne Sachen, die halt mir auch dabei helfen, diese Videos auch zu verbessern. Eventuell noch weitere Hinweise, was man beim Bau von den Insektenhotels nochmal mit beachten sollte. Gibt es ja viele verschiedene Meinungen. Gerne unten reinschreiben, damit wir gemeinsam etwas lernen können. Diesen Kanal auch kostenlos abonnieren, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Bezüglich Permakultur hier weitere Tipps und Tricks, wie wir unsere Natur auch fördern können. Oder auch zum Thema Gesundheit, wie du eine natürliche und ganzheitliche Gesundheit bekommst, die nicht Symptome behandelt, wo du auch unabhängig von sämtlichen Medikamenten und Kräutern auch bist und hier eine ganzheitliche, natürliche Gesundheit hast. Werde ich auch hier an der Seite, findest du auch zwei weitere spannende Videos, und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.